Als erstes stelle ich zwei Data Stories vor und anschließend würde ich dann gerne nochmal auf ein anderes Publikationsformat, ein Wissenschaftscomic eingehen. Ich springe immer so ein bisschen hier zwischen Präsentation und der Webansicht der Data Stories, dass wir da sozusagen auch mal reingucken können. Genau, also nicht wundern, dass hier ab und zu mal andere Sachen auf dem, also dass ich die Präsentation ab und zu mache. Genau, also als erstmal zum Format Data Story. Die Data Story ist eine Möglichkeit, sozusagen eine multimediale Publikation webbasiert zu erstellen und bietet die Möglichkeit, sozusagen verschiedene Formate, Text, Bild, Video und Infografiken sowie Karten zu kombinieren und bietet die Möglichkeit, sozusagen eine allumfassende Analyse eines Datensatzes, zu publizieren. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir schon mal als erstes in die erste Story rein. Und damit man irgendwie so ein Gefühl davon bekommt, wie sowas aussieht. Genau. Wir haben hier die Datenstory von Ruf und Realität. In dieser Datenstory, die wurde zusammen mit dem Deutschen Institut für Integrative Biodiversitätsforschung mit dem IDIF und dem Rote-Liste-Zentrum Deutschlands zusammen erstellt und behandelt das Thema der Süßwasserfische Brasse und Esche. Der Datensatz, der sozusagen dieser Story zugrunde liegt, ist vom Rote-Liste-Zentrum erstellt worden und beinhaltet sozusagen die harmonisierten Daten aus 12 Bundesländern, die sozusagen dieses Fischmonitoring beinhalten. Und diese Story erzählt jetzt die Geschichte von der Brasse und Esche, die zwei Fische sind, die häufig vorkommen, aber trotzdem in ihren Beständen seit Jahren abnehmen. Genau, als erstes geht es in der Story dann erstmal um die Daten bzw. die Grundlage, was ist die Situation. Und die Fische werden sozusagen vorgestellt. Dann geht es um die Datengrundlage. Wie ich eben schon berichtet habe, sind die Daten alle nach den Fauna-Flora-Habitatsrichtlinien vom Umweltbundesamt und den Wasserrahmenrichtlinien harmonisiert worden. Das heißt, alle Daten sind mit der gleichen Methode erfasst worden und dann länderübergreifend harmonisiert. Insgesamt sind es über ich glaube, 12.000 Messstellen, die wir hier in der ersten Karte sehen können. Genau. Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben keine Daten geliefert. Das hat verschiedene Gründe. Vor allem auch witzigerweise tatsächlich benennen auch sagen wir mal, im Lateinischen Bundesländer ihre Fische unterschiedlich und manchmal sind zum Beispiel auch andere Messmethoden genommen worden als die der Elektrofischerei und deswegen konnten nicht sozusagen alle Daten harmonisiert werden, aber wir hoffen halt darauf, dass das in Zukunft dann weiterhin passiert. Genau. Also als erstes werden hier die Messstellen dargestellt und dann wird darüber berichtet, mit welcher Methode sozusagen diese Befischung stattgefunden hat. Haben wir hier eine Illustration und einen kurzen sozusagen Einführung in die Methode. Hier eine kleine Infografik, wie die Elektrofischerei funktioniert. Anschließend ist für die Fische eben halt auch wichtig, in welchen Lebensräumen sie wohnen und in diesem nächsten Kapitel geht es darum, den Lebensraum der Fische zu beschreiben. Die Brasse wird auch Blei genannt und befindet sich halt größtenteils in der Blei-Region. Und dann gibt es eben halt auch die Eschenregion, die eher in den oberen Läufen ist und die Brasse eben halt eher in den unteren Flussläufen. Da wird in diesem Kapitel darauf eingegangen. Dann gibt es Steckbriefe zu den Fischen. Genau, auch nochmal mehr darauf einzugehen, wo die Fische vorkommen und dann anschließend hier die erste Visualisierung zu haben, wo die Fische sozusagen mit der Elektrofischerei überall gefunden wurden.
Hier sieht man eigentlich auch ganz schön, dass die Brasse eher in den unteren Flussregionen vorkommt. Und genau, hier sind eben, wie gesagt, die Messstellen, an denen die Brasse gefunden wurde. Wir haben uns bei der kartografischen Darstellung dazu entschieden, nicht nach, also die Bundesländer sind zwar eingezeichnet und die, die keine Daten geliefert haben, sind sozusagen ausgegraut. Aber wir haben uns dazu entschieden, sozusagen die Flusseinzugsgebiete, die größten sozusagen irgendwie auf der Karte abzubilden, um jetzt genau zu erproben, ob es möglich ist, auch einen diesen sozusagen Trend, der deutschlandweit modelliert worden ist, auch regional darzustellen. Und der Hauptfokus lag dabei auf einem Teil des Gesamtdatensatzes, der sozusagen von 2006 bis 2020 hier in diesem Tortendiagramm zu sehen ist. Einzelne Bereiche sieht man schon, dass sozusagen auf lokaler Ebene nicht unbedingt zu sehen ist, dass die Brasse abnimmt. Genau, was dem gegenübersteht, was sozusagen im Rote-Liste-Bericht dann modelliert worden ist. Also wir haben wir den gleichen Trend nochmal und man sieht halt eindeutig, dass dieser häufig vorkommende Fisch Brasse eben halt seit Jahren eigentlich rückläufig ist, was halt nur durch die Arbeit, diese Zusammenarbeit bundesländerübergreifend und eben halt auch durch die Arbeit von NFDE for Biodiversity irgendwie mehr oder weniger möglich gemacht wurde, dass eben halt dieser Fisch, der häufig vorkommt, eben halt auch abnimmt. In den vorigen Rote-Liste-Berichten der Fische ist der Fisch eben halt nicht als rückläufig betrachtet worden, weil er in der Fisch-Community, egal ob das jetzt Forschende sind oder Leute, die einfach nur angeln, eher als unbeliebt und häufig vorkommt, eben halt ja, angesehen wird, währenddessen die Äsche, die jetzt hier im nächsten Bereich, immer eher als schützenswert und selten betrachtet wird. Und deswegen haben wir sozusagen eigentlich auch in der Story, um eben halt auch auf die Community zuzugehen, diese beiden Fische sozusagen gegenübergestellt. Hier haben wir dann auch wieder eine kartografische Darstellung, und wo man eindeutig sieht, dass die Äsche eher in den Oberläufen vorkommt. Hier haben wir dann zusätzlich das Problem, dass es auch regional nicht unbedingt ein Rückgang darzustellen ist in unserer Darstellung, die wir sozusagen gewählt haben. Aber natürlich die Modellierung, die deutschlandweit sozusagen durch NFDI durchgemacht worden ist, zeigt immer halt eine signifikante Abnahme auch dieses Fisches. Anschließend wird in der Story dann der Kurzzeittrend, den ich jetzt eben gerade schon beschrieben habe, sozusagen dargestellt. Hier sehen wir oben die heimischen Fische und unten dann die invasiven Arten. Und hier wird dann anschließend nochmal genauer darauf eingegangen, wie das sozusagen bei der Brasse und Äsche für diesen Kurzzeittrend aussieht. Anschließend wird in der Story dann beschrieben, welche Gründe dieser Rückgang theoretisch haben könnte. Und das ist in erster Linie Flussbegradigung, die dazu führt, dass die Fische sozusagen ihren Hauptbereich vor allem auch fürs Laichen irgendwie verlieren. Und deswegen sind die Fische halt seit Jahren rückläufig, um anschließend dann nochmal Renaturierungsmaßnahmen vorzustellen, die sozusagen diesen entgegenwirken könnten. Genau. Das jetzt erstmal zu der Fischstory. Genau, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wir haben sozusagen diesen Rote-Liste-Bericht als Ausgangspunkt. Wir als IFL bekommen den und arbeiten sozusagen im Austausch mit den Biodiversitätsforschenden daran, zu analysieren, welche Form für die Story sozusagen die beste wäre. Dann schauen wir uns sozusagen die Datengrundlage an, die eben halt ein wichtiger Teil auch für die Leute ist, an die wir das dann sozusagen adressieren wollen. Dann wird die Art der Beprobung in der Story beschrieben, dann nochmal genau auf die Fischarten eingegangen, um dann eben halt zu gucken, welche Erkenntnisse können aus dieser Trendanalyse abgeleitet werden, um dann eben halt Maßnahmen zu ergreifen. Dies könnte natürlich auch in irgendwelche andere Richtung dann gehen, aber
Wir haben uns eben halt für diese Inhalte jetzt bei dieser Story entschieden. Jetzt zeige ich euch die andere Story, die wir zusammen mit dem Dachverband Deutscher Aviphonisten, mit dem DWA zusammen entwickeln, die mehr oder weniger noch ein bisschen Work in Progress ist, die ich aber trotzdem gerne zeigen möchte, weil ich später auch noch ein bisschen auf die Zielgruppen eingehe, ist das besonders wichtig, weil diese Story sozusagen vom Inhalt anders ausgerichtet ist. Also die Story beschäftigt sich mit dem Vogel Gierlitz, der in seinem Brutbestand auch abnimmt und eben halt Teil des Monitorings häufiger Brutvögel ist, was der DDR seit, ich glaube, 27 Jahren durchführt und was sozusagen eine ganz tolle Datengrundlage bietet, eben halt über den gesamten Zeitraum Daten über diesen Vogel sozusagen und dessen Brutbestand eben halt zu analysieren. In dieser Story ist es eher so, dass wir nicht diese datenkritische Analyse als Fokus genommen haben, sondern wir erzählen in diesem Fall die Geschichte mehr oder weniger aus der Perspektive der Leute, die dem DDR sozusagen helfen. Der DDR ist auf super viele Leute angewiesen, die bei diesem Monitoring häufiger Brutvögel helfen. Und es ist total spannend, dass diese Leute, die sozusagen in Workshops und Trainings ausgebildet werden, sozusagen die Vögel zu zählen, dass die ganz oft nicht wissen, wie sozusagen der Weg ist von ihrer Datenerhebung bis hin zu dem Trend, der sozusagen dann vom DDR dann genau entwickelt wird, beziehungsweise ja publiziert wird. Genau, und in diesem Fall erzählen wir die Geschichte sozusagen mit einem Schulterblick über die Ornithologin, die sozusagen freiwillig hilft, diese Vögel zu zählen. Dann wird im zweiten Teil das Monitoring in Deutschland im Allgemeinen, weil die nicht nur das Monitoring häufiger Brutvögel durchführen, sondern eben halt auch andere Programme haben, erklärt, um anschließend dann das Monitoring häufiger Brutvögel genauer zu erklären. Dann gibt es auch hier einen Steckbrief für den Gierlitz, den Vogel, um eben mal auf den Lebensraum einzugehen. Dann haben wir hier eine Work in Progress Karte, wo der Gierlitz sozusagen vorkommt. Das ist, wie gesagt, gerade noch ein bisschen eine Baustelle. Dann wird genau darauf eingegangen, wie sozusagen diese Probeflächen aussehen. Hier sieht man ganz toll auf der Karte, dass die Probeflächen, die immer circa 1 Quadratkilometer groß sind, über ganz Deutschland verteilt sind und allen Leuten wird sozusagen diese Probefläche zugewiesen, die sie hier steht es, vom 10. März bis zum 20. Juni mehrere Male begehen und dann eben halt immer wieder die Vögel zählen. Mittlerweile passiert dies auch digital, also die haben Apps dazu und hier sieht man, glaube ich, als Einblick erstmal, wie so eine Route aussieht und dann eben halt, wie diese Route immer wieder abgegangen wird. In diesem Fall sieht man hier immer diese Brutpaare, die sozusagen gefunden werden und da ist die Ornithologin sozusagen diesen Weg immer wieder abgegangen und kann dann eben halt an diesen verschiedenen Icons dann beschreiben, ob sie den Vogel gesehen hat oder gehört. Genau, und das wird dann anschließend über eine Kartierung digital, wie ich gerade schon gesagt habe, über einen Algorithmus, der DDR entwickelt hat. Autoterry heißt der. Da wird hier ein bisschen was drüber erzählt, werden diese Daten sozusagen dann dem DDR zur Verfügung gestellt. Genau. In diesem Bereich würden wir dann weiter über die Verarbeitung der Daten und die Analyse der Trends und die Arbeit des DDRs eingehen. Hier ist jetzt gerade geplant, eine Infografik zu machen, welche verschiedenen Steps das sozusagen sind, um am Ende die Ornithologin feststellen zu lassen. Sie schaut sich den Trend an, in diesem Fall von 1990 bis 2018. Ja, der Brutbestand des Gierlitz nimmt ab. Und genau. Und dann ist in diesem Fall für die Story sozusagen schon Schluss, weil der Fokus halt nicht so stark auf der Datenanalyse steht, wie in der anderen Story. Genau, jetzt hatte ich ja gesagt, dass ich noch einmal ganz kurz, weil wir gerade beim DDR sind,
auch noch über einen Comic sprechen möchten, den wir auch mit dem Lieder A zusammen entwickelt haben. Das war letztes Jahr ein Programm, das wir gemacht haben. Und diesen Comic kann man sich auch als PDF runterladen. Ich kann gerne im Nachgang mal den Link teilen. Der Comic heißt Edits Weg in die Karte und beschreibt sozusagen den Weg, den sozusagen die Daten von der Erhebung, in diesem Fall von der Wintervogelzählung, sozusagen von der Datenerhebung bis in sozusagen eine Karte, welche Schritte da sozusagen durchgeführt werden. Und da haben wir sozusagen irgendwie unsere Expertise mit eingebracht, was sozusagen für die Kartenproduktion die Expertise, die wir mit ins Projekt bringen, genau, welche Schritte da sozusagen gemacht werden. Und das ist halt genau auch eine ganz spannende Art der Publikation. Welche Transferziele haben wir uns jetzt für die erste Story überlegt? Es werden sozusagen auf die Story verschiedene Perspektiven möglich. Wir hätten ja auch, aber wir haben uns sozusagen eigentlich für eine datenkritische Auseinandersetzung entschieden. Das heißt, mehr oder weniger, wir haben geguckt, was kann der Datensatz der rote Liste sozusagen erzählen und was nicht. Also wo stößt er sozusagen an seine Grenzen und für uns dann eben halt auch interessant zu gucken, wie eben halt diese regionale Abbildung der Daten irgendwie funktioniert und was für eine wichtige Arbeit theoretisch NFDI leistet dafür, dass eben halt ein gesamter Bestandstrend entwickelt werden kann. Dann haben wir geguckt, den Grad der Abstraktion, das hat man, glaube ich, gerade in den beiden Beispielen, die ich gezeigt habe, ganz schön gesehen, dass wirklich in der ersten Story eine datenanalytische Auseinandersetzung mehr oder weniger stattgefunden hat und in der Story für die Vögel eher für eine breitere Öffentlichkeit der Fokus sozusagen stand. Genau. Dann würde ich jetzt eben ganz kurz, vielleicht kennen einige Leute eben halt auch die Personas, die im NFDI-Projekt entwickelt worden sind. Die kennen wir eigentlich alle. Die würde ich jetzt sozusagen unsere verschiedenen Stories einordnen. Also ich würde sagen, dass die Story der Fische in erster Linie für den Postdoc Paul oder die Datenmanagerin Doro ist, die sozusagen schon eine gewisse Vorkenntnis mitbringen. Währenddessen die Story vor allem der Wissenschaftscomic Naturschützer Nick adressiert ist. Oder eben halt auch vielleicht, wenn wir daran denken, dass eben halt Citizen Science Personas, die sozusagen eigentlich auch bei Naturschützer Nick mit reinspielen würden, eben halt auch die Gierlitz Story vielleicht vom Grad der Abstraktion sozusagen ansprechend finden würden. Genau, und wir schauen dann eben halt immer, wenn wir an diese Zielgruppen adressieren, genau, welche Inhalte sollten sozusagen mehr oder weniger kommuniziert werden, dann zu gucken, wie viel können wir den Leuten zumuten, sozusagen wie viel Vorwissen bringen sie mit, um die Daten zu interpretieren, die wir dort einbringen, und eben halt dann eben halt auch die Infografiken und Karten eben halt an Komplexität zu reduzieren, genau. Und ansonsten eher vielleicht mehr über Text zu vermitteln. Wie ist der Prozess sozusagen, wenn wir diese Stories entwickeln? Genau, also die Partnerorganisation, mit denen wir zusammengearbeitet haben, habe ich ja eben schon erwähnt. Und für mich hat es dann so stattgefunden, dass ich im Austausch mit Martin vom IDIF mehr oder weniger Interviewformate entwickelt habe, wir aber auch selber sozusagen nicht nur wir uns selber sozusagen auch den Datensatz aus grafischer Perspektive angeschaut haben. Also wir sind sehr eng im Austausch gewesen, vor allem auch zu schauen, dass das mit den Texten stimmt und da wir ja selber eben halt nicht die biodiversitätsforschenden Expertise sozusagen mit ins Projekt bringen, ist das sozusagen im Austausch mit den Forschenden passiert. Und genau, dann bringen wir eben halt diese Visualisierungs- und Kartografie-Expertise mit und schauen dann eben halt auch noch, welche
Medien das sozusagen, also Video, Infografiken, das sozusagen noch unterstützen können, um eben halt so eine ganzheitliche Analyse des Datensatzes zu garantieren. Und diesen Prozess sollte man auch nicht unterschätzen, weil es kann auch immer mal sein, dass sich Daten nochmal ändern oder dass eben halt Abstimmungen eben halt länger dauern, als man denkt. Aber insgesamt ist es so, dass wir auch zusammen mit den Forschern sozusagen erörtern mussten, welche Formate, wie gesagt, das Richtige sind. Genau. Hier habe ich, wie gesagt, da bin ich eben schon mal so ein bisschen drauf eingegangen, die Arbeit mit den Biodiversitätsdaten. Da sind einige Sachen, die uns sozusagen bei der kartografischen Visualisierung auch noch aufgefallen ist zum Beispiel, das sieht man auf dieser Karte jetzt nicht so gut, ich hoffe, die kommt gleich nochmal, ist, alle Daten wurden, wie gesagt, mit der Elektrofischerei erhoben. Man hat es vorhin auf der einen Karte so ein bisschen gesehen, dass in Niedersachsen Punkte sozusagen auf Koordinaten harmonisiert wurden, beziehungsweise dass sie gesagt haben, wir haben feste Punkte, an denen wir messen, währenddessen in anderen Bundesländern die Punkte eher verteilt sind. Und wenn man jetzt so auf diese Karte schaut, dann könnte man einfach direkt denken, ah, wurde jetzt in Niedersachsen weniger beprobt? Oder fragen die sich uns auch noch aufgeworfen haben, sind da andere Methoden eher im Fokus? Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, Fische mit Unterwasserkameras zu beproben. Und das sind auch zum Beispiel Beprobungsmaßnahmen, die in Norddeutschland manchmal benutzt werden. Hier sieht man das vielleicht auch noch mal so ein bisschen. Dann haben wir bei der Esche auch noch den Punkt, dass die Esche ja eher in den oberen Fulusläufen vorkommt. Für den Bestandstrend, der sozusagen modelliert wurde, ist das eigentlich kein Problem, dass wir jetzt sozusagen keine Daten aus Bayern und Baden-Württemberg haben. Aber für die kartografische Darstellung ist das theoretisch für die Fischesche das Hauptgebiet. Also es geht halt sozusagen erst Mitteldeutschland los, was eben halt auch ein bisschen aus kartografischer Perspektive dann ein bisschen fraglich ist. Wobei das bei der Esche eben halt nicht der Fall ist, da sie eher in den unteren Flussläufen vorkommt. Genau. Ich bin eben schon so ein bisschen darauf eingegangen, welche Herausforderungen wir sozusagen bei Erstellung von diesen Stories haben, ist auf jeden Fall, welche Möglichkeiten haben wir, diese Daten sozusagen zu interpretieren. Die Datenqualität ist bei beiden Datensätzen jetzt theoretisch hervorragend gewesen und bildet eben halt ein tolles Bild ab über diese Trends, die sozusagen in diesem Zeitraum entwickelt oder beziehungsweise entwickelt wurden. Dann ist es auf jeden Fall eben halt auch immer eine Herausforderung, sozusagen, wie können wir diese Story dann testen? Also vor der Publikation oder beziehungsweise bevor wir die sozusagen veröffentlichen, eben halt diese zielgerechte Aufarbeitung der Texte, und denkt man halt immer an eine andere Qualität der Sprache oder beziehungsweise Komplexität eben halt auch da reinzubringen. Dann auf jeden Fall die Interpretation der Visualisierung, die ich jetzt eben gerade nochmal ein bisschen beschrieben habe. Dann eben halt die interdisziplinäre Zusammenarbeit, viele Abstimmungsrunden, und eben halt auch, wie man jetzt Sachen versteht, sind auf jeden Fall auch manchmal ein Punkt, aber das hat in diesem Fall auch eigentlich gut geklappt. Und dann eben halt auch die Ressourcenaufwand. Also man kann theoretisch ja, in diesem Fall haben wir mit Open Source Sachen gearbeitet, eben halt auch bei den Videos und den Illustrationen. Aber theoretisch ist es auch so, dass all diese Sachen ja eben halt auch abgeklärt werden müssen, wie das lizenztechnisch aussieht. In diesem Weg also haben wir tolle Wege gefunden, sozusagen da schöne Sachen auf die Beine zu stellen. Aber trotzdem dauert das auch, diese Sachen zu finden und eben halt dann auch diese Story dann letzten Endes zu bauen. Und dann ist eben halt auch die Frage, wie sehen wir denn am Ende dieses Publikationsformat als ein Artikel, der sozusagen in diesem Zeitraum mit dem Stand der Daten zu dem Zeitpunkt einfach publiziert wird. Genau, also die Aktualität und Wartung dieses Formats ist eben halt auch eine Herausforderung, mehr oder weniger.
Genau, dann am Ende, welche Takeaways nehmen wir als Use Case sozusagen mit? Dass eben halt der Aufwand dieser Visualisierung eben halt nicht so klein ist, wie man sich das vorstellt. Dann eben halt, wie können wir Biodiversitätsdaten analysieren, beziehungsweise dieser kritische Umgang ist eben halt auch ein großes Forschungsinteresse. Wie kann ich Unsicherheiten auch in diesen kartografischen Visualisierungen darstellen? Aber auf jeden Fall nehmen wir auch mit, das sehen wir auch bei Tagungen oder Vorträgen, die wir sonst gehalten haben vom IFL und NFDI, dass der Mehrwert dieser Kommunikation, das ist einfach ein ganz tolles Format, was eben halt Möglichkeiten gibt, irgendwie einen ganzheitlichen Beitrag mehr oder weniger über diesen Datensatz zu ermöglichen, was wirklich toll ist.